Die Liga der größten Überraschungen ist zurück mit dem 32. Spieltag. Es geht auf die absolute Schlussgerade. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ja, die Zielgerade ist erreicht. 9 Punkte können die Teams noch holen. Und die Champions League-Plätze, sowohl Relegation als auch der Nichtabstieg, für viele Teams noch im Erreichbaren. Was denkst du denn? Wie geht's dir, Radek? Mir geht's gut, auch wenn die Tipps letzte Woche nicht so erfolgreich waren. Das ist ja in letzter Zeit immer so ein bisschen gewesen. Aber hallo, schaut euch mal diese Überraschungen an, die es gegeben hat. Ich denke, da haben die wenigsten viel gerissen. Von daher muss ich sagen, unser Verlust von minus 1,2 Einheiten bei 5 Tipps durchaus gar nicht mal so schlecht. Und insgesamt sind unsere Ideen immer noch im Plus. Deswegen sind wir auch optimistisch, dass es an diesem Spieltag jetzt wieder sehr gut läuft, denn wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht und uns gut auf diesen 32. Spieltag vorbereitet. Vielleicht noch ein Wort zur Tabelle. Also, die Bayern konnten die Vorlage von Dortmund bzw. Schalke nicht ausnutzen, sind immer noch nur noch 2 Punkte vor Dortmund. Auch wenn Favre ein Fuchs ist und die Meisterschaft abgehakt hat, denke ich, dass hier das letzte Wort einfach noch nicht gesprochen sein kann. Auch interessant, Frankfurt 3 Punkte in Sicherheit in der Champions League, aber auch nicht so stark, denn die spielen gegen Leverkusen und die können mit 3 Punkten hier gleichziehen. Also da gibt es einige interessante Spiele und auch hinten hat ein gewisser Nico Willig die Stuttgarter zum Sieg gegen Gladbach geführt und auch die Nürnberger haben gegen den Tabellenführer und designierten Meister Bayern München gepunktet und auch Hannover hat gewonnen, also da will irgendwie keiner absteigen, auch nicht Schalke. Also das wird ein tolles Finish in dieser Bundesliga-Saison, wie wir es lange nicht gesehen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht's mit dem ersten Spiel des 32. Spieltags. Die Mainzer empfangen Leipzig und es gibt gleich mal einen No-Bet. Warum? Weil Leipzig bereits für die Champions League qualifiziert ist und Mainz zu Hause mit 3 Siegen aus den letzten 4 Heimspielen sehr erfolgreich war. 11 Tore in den letzten 4 Heimspielen. Also von daher, normal würde ich auf Leipzig-Sieg gehen bei einer Quote von 1,7. Interessant. Allerdings, wie gesagt, die Mainzer auch nicht so schlecht zuletzt zu Hause und Leipzig schon durch. Von daher hier eine No-Bet. Beim Spiel der Bayern gegen Hannover. Ja, bei diesem Spiel wollen wir uns auch mal die Truppe von Thomas Doll ein bisschen anschauen. Normalerweise könnte man meinen, dass Bayern hier die Hannoveraner genauso wie Dortmund, Mainz, Wolfsburg mit 5-6-0 wegschießt. Allerdings die Quote 1,03 ist nicht besonders auf Bayern. Was ich bisher noch nie gesehen habe, Draw No Bet auf die Bayern gibt eine Quote von 1,0. Also man kriegt gerade mal seinen Einsatz raus. Das ist schon sehr, sehr witzig eigentlich. Wir denken aber, dass Hannover, dadurch, dass sie jetzt gegen Mainz letzte Woche gewonnen haben, noch eine theoretische Chance haben auf den Relegationsplatz, sich hinten reinstellen wird und zwar nicht komplett abgeschossen wird und deshalb mit einem Asian Handicap von 3,5 Toren unsere Wette aufgeht. Also wir bekommen immer noch eine 1,97 Quote, wenn Hannover mit maximal 3 Gegentoren verliert. Mhm. Und das ist also die zweite Wette, die wir hier noch auf Under 4,5 Tore haben, weil die Hannoveraner zuletzt auch in den letzten 5 Spielen nie mehr als insgesamt 4 Tore im Spiel hatten. Und das spricht natürlich auch dafür, dass die jetzt hier ja die Gunst der Stunde auch vielleicht nutzen wollen und es wirklich der letzte Strohhalm ist. Wenn sie nicht punkten, dann war es das für Hannover. So gut wie. Das stimmt. Deshalb hoffen wir auf ein langes 0-0 und dann am Ende wird sich Bayern wahrscheinlich durchsetzen. Aber ein 2-0 oder 3-0 reicht ja, um die Wette gewinnen zu lassen. Yeah, dann Hertha gegen Stuttgart. Da haben wir was ganz Besonderes gefunden, denn weder Sieg, Unentschieden noch Niederlage ist hier auch aufgrund dieser Quoten schon mal nicht besonders interessant. Allerdings ist Hertha eine super erste Halbzeitmannschaft in der Tabelle der ersten Halbzeit. Wenn nur nach 45 Minuten immer Schluss wäre, ist Hertha Siebter und die Stuttgarter im selben Zeitraum Letzter und
Da eine Quote, dass Hertha die erste Halbzeit gewinnt mit einer Quote von 3,0, finde ich hier alles andere als uninteressant. Und dafür auch, dass die Stuttgarter jetzt mit dem Sieg in Gladbach ein bisschen den Druck genommen haben, spricht das eigentlich dafür, dass die Hertha hier auch wieder in die Spur zurückfinden kann, weil die auch zuletzt nicht besonders gut waren. Also alles in allem, die Dreierquote, die muss man fast mitnehmen. Ja, das Risiko ist es auf jeden Fall wert. Genauso ist es wert, hier bei dem Spiel Gladbach gegen Hoffenheim einfach mal auf den Unentschieden zu setzen. Wenn man die Tabellenkonstellation anschaut, Gladbach, obwohl sie gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gepunktet haben, oder zumindest gewonnen haben, außer jetzt mal dem Spiel gegen Hannover, immer noch im Bereich der Champions League, aber dazu müssten sie jetzt zumindest gegen Hoffenheim gewinnen. Hoffenheim auf der anderen Seite kann Gladbach überflügeln und vielleicht sogar auch noch im Kampf um die Champions League Plätze mitreden. Von daher, beide wollen gewinnen, Hoffenheim auf jeden Fall mit der besseren Form, und weil ich denke, dass beide deshalb nicht komplett aufmachen werden, tippen wir mit einer halben Einheit auf den Unentschieden auf die Viererquote. Mhm. Finde ich auch sehr gut, die Viererquote dafür. Und du wolltest eigentlich eine ganze Einheit setzen. Von daher eigentlich der X-Bet-Tipp des Tages für uns Unentschieden-Fans. Aber eine halbe Einheit tut es bei der Viererquote auch, weil es ist ja immerhin noch einiges an Risiko dabei. Bei Wolfsburg-Nürnberg hingegen müsste man meinen, dass das Risiko relativ gering ist. Also die Nürnberger haben zuletzt hervorragende Ergebnisse auch abgeliefert, allerdings größtenteils zu Hause. Und auswärts, ja, ist es wieder eine andere Geschichte. Und Wolfsburg hat in Hoffenheim 4-1 gewonnen und ist nur noch ein Punkt hinter Platz 7. Ich denke, Labbadia will sich gebührend verabschieden aus Wolfsburg. Er wird ja nicht verlängern. Und von daher werden die Wölfe auch die auswärtsschwachen Nürnberger aber sie werden die auswärtsschwachen Nürnberger hier zu Hause relativ sicher besiegen können. Und die Quote auf 1,57 auf dem Heimsieg ist zu niedrig. Deswegen Asian Handicap minus 1 auf einer Quote von 1,98 eine gute Wette, denn die Wölfe können auch mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Und wenn sie nur mit einem Toren Unterschied gewinnen, gibt es das Geld zurück. Nichts passiert. Und bei dem Spiel, ganz interessant, wenn Wolfsburg gewinnt, dann sind sie mindestens entweder vor Hoffenheim oder Gladbach oder sogar vor beiden Mannschaften, wenn die sich unentschieden trennen. Also viele gute Gründe, dass Wolfsburg hier gleich Vollgas gibt und mit seiner Qualität sich durchsetzt. Im nächsten Duell, wen haben wir denn da? Die Dortmunder, abgehakte Meisterschaft, Fragezeichen. Ja, und jetzt du sagst Fuchs Lüschen, sagt, dass die Meisterschaft gespielt ist. Ich habe es natürlich ihm auch geglaubt, aber dann patzt. Du bist aber auch naiv. Ja. Also komm. Dann patzen die Bayern. Bremen, ich glaube, die Niederlage gegen Düsseldorf war ein Ausrutscher aufgrund der heftigen Belastung bei den beiden Spielen gegen München. Für die geht es auch noch ums internationale Geschäft. Dafür müsste jetzt unbedingt gewinnen. Deshalb ist das nicht der leichteste Gegner für Dortmund. Noch dazu ohne Reus, der ja rot gesperrt fehlt, genauso wie Wolf. Allerdings muss man sagen, Dortmund immer noch Tabellenzweiter mit dem letzten Shot jetzt wirklich auf die Meisterschaft. Und dafür ist die Quote gut genug, um hier Risiko auf Dortmund zu gehen. Mit einem Asian Handicap von minus 0,25 bekommen wir noch eine Zweierquote. Und selbst falls die qualitativ starken Bremer hier punkten sollten, würden wir immerhin nur die Hälfte des Einsatzes verlieren. Wir gehen aber in dem Fall tatsächlich von einem Sieg der Dortmunder aus, damit auch die Meisterschaft weiterhin spannend ist. Bei Schalke Gladbach, Augsburg, sorry. Wer sagt was von Gladbach? Hier steht doch Augsburg. Denke ich, die Mannschaften werden sich aufgrund der Tabellensituation lange belagern, und das spricht dann für ein Halbzeitunentschieden bei einer Quote von 2,3. Beide relativ sicher gerettet. Allerdings will jetzt wahrscheinlich auch keiner verlieren und noch irgendwie von den vielleicht im Aufwind befindlichen Stuttgartern eingefangen werden. Von daher ein Unentschieden im gesamten
Spiel würde beiden wahrscheinlich hier zum Klassenerhalt reichen, wenn Stuttgart nicht gleichzeitig gewinnt. Und von daher denke ich, die werden sich eher belagern, als dass sie hier ein Torfeuerwerk abbrennen. Und man muss auch sehen, der Derby-Sieg der Schalker mit 4 Toren war antizyklisch und so natürlich unmöglich zu erwarten, aber auch begünstigt durch extrem viele Glücksfälle für Schalke, denn 2 rote Karten und ein Elfmeter der fragwürdigeren Art für Schalke haben hier natürlich ihre Rolle gespielt, sodass man unter normalen Gesichtspunkten dieses Spiel natürlich nicht gewonnen hätte, denn auch Roman Bürki hat nach dem Spiel gesagt, er hat keine gute Schalke-Leistung gesehen. Und wenn das Roman Bürki sagt, dann schätze ich, dass die Schalke auch gegen Augsburg jetzt nicht ihren Lauf fortsetzen und mit dem Derby-Sieg schon mehr als zufrieden sind. Und zuletzt hatten sie auch 4 Heimniederlagen in Folge. Also das spricht jetzt nicht unbedingt für die Schalker, die hier leichter Favorit sind. Aber für Augsburg spricht auch nicht wenig nach der letzten Niederlage, auch nicht viel nach der letzten Niederlage. Deswegen hier Halbzeit X, eine vernünftige Quote, ordentliche Wette. Hoffenheim, Wolfsburg. Wieder falsch, was war denn da los? Ja, Freiburg gegen Düsseldorf. Also, hier ganz klar no bet. Freiburg müsste mal wieder gewinnen. Düsseldorf hat aber in Berlin gewonnen, hat Werder weggeschossen. Da kann einfach zu viel passieren. Viele Tore, wenig Tore. Freiburg 4 Niederlagen in Folge. Schwer zu sagen, deshalb, wie gesagt, wir können uns hier auf keine Wette festlegen. Das ist halt einfach so ein Mittelfeldduell, wo viel passieren kann. Einfach zu viel Gambling. Und zum Abschluss dieses Spieltags nochmal ein extrem interessantes Spiel und ein Endspiel um die Champions League. Und es ist unter dem Titel Heimvorteil gegen Doppelbelastung anzuführen. Denn die Leverkusener können hier Kapital daraus schlagen, dass die Frankfurter eben unter dieser Doppelbelastung vielleicht sogar zusammenbrechen. Zuletzt haben die Frankfurter 3 Spiele nicht gewinnen können, spielen am heutigen Donnerstag, an dem wir das Video aufzeichnen, gegen Chelsea in der Euroleague und haben dieses Spiel natürlich dann in den Knochen und auch noch vielleicht in den Köpfen und das Rückspiel auch schon. Von daher haben sie vielleicht auch, je nachdem, wenn das Spiel gegen Chelsea gut läuft, sind sie erschöpft. Wenn es schlecht läuft, haben sie Angst, die gute Saison zu verzocken. All das spricht dafür, dass Leverkusen den Lauf fortsetzen kann, denn die hatten zuletzt 3 Siege zu Hause, überhaupt 3 Siege in Folge. Und die können eben mit einem Sieg mit Frankfurt gleichziehen, wenn wir hier auf die Tabelle schauen. 51 Punkte die Bosch-Truppe und 54 die Frankfurter, die zuletzt aber 3 Spiele nicht gewonnen haben. Also die wurden da auf diese Position gehievt, weil Gladbach und ja auch Leverkusen nicht stark genug waren im Vorfeld. Und von daher, ja, also spricht hier einfach zu viel für Leverkusen und bei einer Quote von 1,72 setze ich auf Brandt, Volland und Havertz. Bosch. Und ja. Bosch. Du hast das ja auch gerade gesagt, irgendwie der Sieg von Schalke war antizyklisch. Dieses Wort fällt mir auch zu Leverkusen ein. Also letzte Saison haben sie in den letzten Spieltagen die Champions League verzockt. Dieses Jahr zocken sie sich vielleicht sogar noch rein. Wer hätte damit gerechnet? Mhm. Aber damit ist auch schon wieder der Spieltag beendet. Auf jeden Fall interessante Partien und ich hoffe, dass die Ausgänge so sind, dass erstens unsere Wetten richtig sind und zweitens, dass auch Spieltag 33 und 34 super spannend für alle Platzierungen sind. Mhm. Also ich denke, viel spannender als diesen Spieltag geht es fast gar nicht, also wir freuen uns drauf und dann schauen wir weiter. Gute Tipps und lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.